Hallo liebe Leute, in diesem Video wollen wir ein bisschen auf die Halsfaszie eingehen. Faszie ist ja das, was den ganzen Körper sowieso umgibt und speziell, wenn es hier nach oben kommt, die Fascia cervicalis superficialis, die hier wie so ein Schlauch von unten aufsteigt, um den Hals rumgeht bis über den Kopf. Wenn ich das Ganze jetzt schon ein bisschen vorbereitet habe, kann ich auch mal in Kontakt gehen. Und zwar lege ich eine Hand hier am Hals an und die andere kommt gegenüberliegend. Und ich versuche erstmal mich so ein bisschen durchzuspüren durch die verschiedenen Schichten. Versuche jetzt nicht massiv reinzudrücken, sondern so ein bisschen in den Zwischenraum zwischen Muskel und Haut zu gehen. Und gucke mal, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht viel, deswegen mache ich es in der Luft mal ein bisschen vor. Wenn ich jetzt hier drin bin in der Faszie, dann versuche ich, ob die frei beweglich ist. Die müsste nämlich eigentlich, wenn sie frei ist, in alle Richtungen verschiebbar sein und schwimmen. Und ich gucke mal, ob es mich in eine Richtung hinzieht, wo die Beweglichkeit da ist. Dann gucke ich andere Richtung. Ich kann auch mal versuchen, beide Hände jetzt übertrieben natürlich auseinanderzubringen. Wie gesagt, von außen seht ihr nicht viel. Dafür braucht man ein bisschen Ruhe, man muss sich ein bisschen reinfühlen. Und das Ganze funktioniert vor allem ohne Lotion besser als mit Lotion. Wir wollen hier nicht so massagemäßig rausgleiten, sondern wir wollen in die Tiefe gehen. Und wenn ich die Tiefe habe, dann gucke ich mal, ob sich das Ganze in einer gewissen Form bewegen lässt. Und meistens, wenn ich die Richtung gefunden habe, wo eine gewisse Bewegungsfreiheit ist, dann folge ich dieser Bewegungsfreiheit. Das Geheimnis ist hier, nicht viel zu machen. Der Patient merkt aber trotzdem meistens relativ viel. Ja? Einfach mal ein bisschen üben.